So, moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cuphead. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt immer noch im Keller. Beim letzten Mal wollten wir dem Salzbäcker ja die Zutaten bringen. Aber wie man sieht, ist hinter mir etwa schon der Totenkopf. Ist der Salzbäcker schon tot? Wir wissen es nicht. Wir gehen mal weiter. Das sieht aber böse aus, deinem Schatten. Willkommen zurück, ihr aufdringlichen Störenfriede. Ich hätte nicht gedacht, euch so schnell wiederzusehen. Wie auch immer, ihr könnt mich nicht mehr aufhalten. Die Wundertorte wird mein bis heute bestes Werk. Eine Schande, dass ich euch nie von der wichtigsten aller Zutaten erzählt habe. Eine lebendige Seele. Während ihr Schwachköpfe unterwegs wart, habe ich mir jemanden geschnappt. Wenn ihr ihre Seele in die Wundertorte backe, sind die kosmischen Kräfte der Astralebene mein. Tassilo, Potkop, helf mir! Aber zunächst nehme ich diese Zutaten und benutze dann eure Köpfe zum Servieren. Wie cool ist denn bitte sehr die Animation hier? Okay. Was geht ab? Okay. Ach, Backteig, okay. Oh Gott, bin jetzt schon gleich tot. Wow. Das ging schnell. Wow, man hat ein paar Phasen, wie man sieht. Oh Gott, oh Gott. Ich habe gar keine Konzentration drauf, mich zu konzentrieren darauf, was hinten passiert. Ich kann mir diese coole Animation gar nicht ansehen, muss ich zugeben. Oh Mist, ey. Oh. Alter, da haut er erstmal die Zuckerwürfel raus. Was habe ich denn noch so hier? Moment. Was war das da gut? Lass uns das mal versuchen. Erste Parade ist gleichzeitig ein Axtangriff. Haben wir nie gemacht, machen wir mal. Na, los geht's. Natürlich kein Leben zurück. Schade. Oh. Die armen Limetten alle gekillt. Ja, man kann ganz gut ausweichen, aber auch nicht super immer ausweichen. Kann ich denn hier so ein... Bei ihm kann ich nicht mal einen Super-Move machen, oder? Oh, was macht er? Oh, fuck. Okay, das wäre die zweite Phase gewesen. Huh. Ich will mal kurz zurückgehen zur Karte. Wir machen das weiter, aber ich will einmal schauen, ob ich noch irgendwas machen kann, was wir Kohle bekommen irgendwoher. Hier zum Beispiel. Ein Königssprung. Weil, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch eine coole Waffe kriegen können. Hä? Achso, das hatten wir ja schon. Ja, dumm. Na gut. Okay. Versuche ich mit Cuphead das nochmal. Haben wir ja schon geschafft. Genau, rein gehen hier. Ja.
Oh, komm schon. Nur ernst. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's schon geschafft. Was soll das denn? Ach, komm schon. Fuck it. Doch gar nicht. Oh. Oh. Okay, kriegt man nochmal Geld, meint ihr? Oh, Gott sei Dank. Aber es bringt uns nichts, ne? Wir kriegen, glaube ich, nicht mehr Kohle, oder? Dann kriegt man noch mehr Kohle? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Achso, okay. Nö. Das war's. Okay, da kann man nichts Großartiges reißen. Machen wir auch nicht. Hier muss noch ein bisschen Kohle herbekommen. Achso, okay, das ist das. Ja. Hey, was hat uns da erzählt, der Geist, ne? Was man machen muss? Gucken. Nochmal. Sag, junger Freund, ich bin ein Geist auf der Spur, komme aber nicht weiter. Der Wettbewerb, das zerbrochene Artefakt und der unheimliche Friedhof. In allen drei Orten habe ich mächtige Zahlen hier entdeckt. Reihenfolge geben. Hä? Was ist denn das für ein Rätsel hier? Hier, ich kann durch den Wasserfall gehen. Wo komme ich denn hin? Ich muss ja immer weggehen hier. Geht hoch. Komm hinten raus. Wie wär? Warte mal kurz. Ich habe gewonnen und sie rechts überholt. Meine Freunde haben mich angefeuert, aber unten links kam ich nicht an den anderen vorbei. Ich bin nur Dritter geworden. Okay, das ist unten links.
Zweiter Platz? Verdammt, ich wollte doch eigentlich ganz nach oben. Also, er hat... Ich habe gewonnen und sie rechts überholt. Also rechts, oben, also ganz oben und unten links. Also rechts, unten, rechts, oben, unten, links. Rechts, oben, unten, links. Hat das was miteinander zu tun hier? Rechts, ganz oben, unten, links. Rechts, ganz oben und unten links. Ach, guck mal. Ja. Schlaf mal kurz mal hier. Okay, dabei wollten wir uns nur Geld suchen, aber naja. Oh, guck mal, das ist kaputt geworden, das Glas. Oh Gott, was ist hier los? Oh, hier ist ein Megaboss. Okay, man kann durchs Wasser durch. Gut, also den haben wir gefunden. Den machen wir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir, wissen wir schon mal, dass wir einen Boss gefunden haben. Ihr wisst es auch. Aber ich würde sagen, den machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal den Salztypen weiter, oder? Gut, viel mehr Geld habe ich nicht. 3 Münzen habe ich noch. Kann ich einfach irgendwas kaufen? Was Schwarzes laden? Ich glaube nicht, ne? Streuschuss. Sieht nicht so gut aus. Gut. Dann gehen wir nochmal wieder zum Salzberger. Ja, also Rätseldinger bin ich ganz gut, ne? Gut. Na gut. Oh. Warte. Wir spielen nicht mit ihr, ich will mit dem Typen spielen. Ja. Was geht's? Mann. Was er den Hintergrund macht, das interessiert uns gar nicht. Es geht nur um die Sachen hier vorne, ne? Das fällt mir gerade auf, so, oder? Der Schuss ist echt gut hier, den wir haben, muss ich zugeben. Oh Mist, der Pfefferschwein. Okay, aber gar nicht so verkehrt, oder? Das ging ja noch. Warte, geht's. Mist, komm ich einfach hinten. Oh nein! Oh nein, jetzt habe ich zu viel Leben verloren, ne? Ja. Oh, verdammt. Okay. Muss ein bisschen aufpassen. Ah, dieses dumme Licht von oben. Dieses dumme Licht von oben.
Ah, ist nicht aufgepasst. Nochmal. Das ist das kleine Teigmännchen da. Also diese Teigpferde, was ist das? Schäfchen? Männchen? Irgendwas ist es das? Ganz niedlich. Was können wir hier metten? Man kann schon im Hintergrund übersehen, was da kommt gleich als nächstes, aber... Oh, ich wusste, dass dieser eine Teil in der Mitte ist wirklich nervig. Hat er mich? Hat schon Hand und Fuß. Ja, aber es ist so viel durcheinander da. Oh. Oh. Ach komm schon, jetzt waren die alle auf einmal da. Das war echt zu complicated. Oh, gibt's doch gar nicht, ey. Oh. Och. Ah. Das muss ein bisschen besser laufen. Oh, komm schon. Viel Leben verballert. Ach komm, das ist echt teilweise zu viel los hier irgendwie. Man kann leider auch nicht alles kaputt machen, das wäre ein Highlight. Gar nichts hier geschafft. Ach komm. Leider gar nichts. Ach komm. Immer cool zu sehen, was dein Hintergrund macht. Nicht so cool, wenn man immer stirbt. Oh, das wusste ich.
Okay. Das ging richtig gut gerade. Was passiert? Okay, dass ich auf die Eisflächen springen sollen. Wahrscheinlich. Oh ja, das war so die Endphase. Okay. So. Das muss doch machbar sein. Den zu Platze machen hier. Diese Limetten sind auch extrem übelst. Und dieses... Und diese Kackflamme jedes Mal von oben, ey. Komm hier. Ich denk da zweimal dran, aber ich hab die irgendwann aus den Augen verloren, die Flamme. Na, komm, jetzt hat er mich wieder. Den würde ich gerne mitnehmen. Soll er machen. So, hier ist es eigentlich ganz easy. Ach, jetzt bin ich hochgekommen, das war dumm. Haben wir hin. Ich will nur zwei Leben, das reicht, glaube ich, nicht. Muss mal gucken. Oh. Oh, komm schon. Wir haben es geschafft. Dieser bekackte Typ. Oh, die Note wird mies sein, aber ich bin so froh, diesen geschafft zu haben. Das ist wirklich der, wo ich am meisten für gebraucht habe. Also kein Witz, am meisten Zeit. Könnt ihr jetzt gar nicht sehen, aber es war bestimmt eine Stunde. Locker über eine Stunde. Verrückt. Fräulein Kelch! Gott sei Dank geht es euch gut. Dieser hundsgemeine Salzbecker, er hat uns die ganze Zeit über reingelegt. Oh je, die Bäckerei stürzt ein. Nichts wie raus hier. Ick. Ah. Nein, meine schöne Backstube. Geschieht ihm recht, dafür, dass er es reingelegt hat. Aber da die Backstube nun zerstört ist, bekommst du niemals deine Wundertorte, Fräulein Kelch. Keine Sorge, wenn eine arme Seele geopfert werden muss, damit ich lebe, ist es das nicht wert. Aber merkt euch meine Worte, Jungs. Ich werde nie aufhören zu suchen. Und in der Zwischenzeit bin ich nur einem Kekshappen weg, falls ihr mal in der Klemme steckt. Übrigens, wer braucht schon eine Wundertorte, wenn er dafür zwei neue beste Freunde haben kann? Epilog. Chad Moldenhauer, Jared Moldenhauer. Wollt ihr es hören? Oder machen wir so? Oh, ich muss alles sauber machen. Alter. Guck mal. Oh, der hat richtig viel zu tun mit der Salzberger. Also die Grafik schockt ja einfach, ne? Also so das Design. Na komm, ich essen die alle Kuchen zum Schluss. 1930 Studio MDHR. Perfekt. Our sense application to the members of our team whose loyalty created and never make possible. Das Coole ist ja, bei dem kann man mal kurz dazu sagen, die haben sich wirklich zu viel Zeit gelassen, weil die Chefs sagten, wir wollen nicht, dass
unsere Leute überarbeitet werden, dies und das. Deswegen hat dieses DLC so lange gedauert. Finde ich total fair, wenn man es sich leisten kann, wenn die Leute die Kohle haben und zu sagen, pass auf, wir machen es ganz in Ruhe alles. Nicht schlecht. So, ich gehe mal durch hier. Guck mal, ob da am Ende was rauskommt. Was Cooles. Also Hut ab vor den Animateuren da und Zeichnen, Designen. Sieht auch noch cool aus alles. Das war doch cool. Also ein cooles Game. Jetzt wissen wir natürlich, wir haben ja schon einen anderen Boss noch gefunden, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Den gucken wir uns auch noch mal kurz an. Da gehen wir jetzt nicht direkt rein, aber ich will euch den ja nicht vorenthalten. Gezeigt werden muss auf jeden Fall. Jeden Fall. Da gehen wir natürlich jetzt nicht. Da könnten wir jetzt noch mal machen, aber brauchen wir ja nicht. Haben wir ja gemacht. Aber wir haben ja das Rätsel auf dem Dings hier gelöst. Wie heißt das? Auf dem Friedhof, ne? So, theoretisch können wir hier noch das Level machen. Und das machen wir auch. Allerdings erst beim nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, würde mich freuen. Und ja. Genau, bis es soweit ist. Sag ich erstmal Hodrilo und tschüss.